Liebe Gemeinde, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Es ist schon der zweite Advent. Dieser zweite Advent steht unter der großen Überschrift Gott richtet und rettet. Also es geht um den kommenden Erlöser. Und heute werden wir in den Lesungen und auch in der Predigt dann den Fokus darauf legen, bewahre, was du hast. Ich darf Ihnen noch einige Dinge abkündigen. Zum einen ein herzliches Dankeschön für das, was im letzten Gottesdienst eingelegt wurde. Es waren in Summe 86,20 €. Heute sammeln wir während des Gottesdienstes, wie jedes Jahr in der Adventszeit, eine Kollekte bestimmt für die Aktion Brot für die Welt. Und am Ausgang dürfen Sie gerne noch etwas einlegen, um die Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde zu unterstützen. Am kommenden Sonntag ist dann hier in Mörtelstein kein Gottesdienst. Herzliche Einladung zum gemeinsamen musikalischen Gottesdienst um 10.30 Uhr nach Asbach. Dieser Gottesdienst wird von Posaunenchor und Kirchenchor musikalisch umrahmt oder abends um 18 Uhr ein ökumenischer Bußgottesdienst in der Friedenskirche. Beide Gottesdienste wird Prädikant Nordmann halten. Der nächste Gottesdienst dann hier in der Christuskirche ist heute in 2 Wochen um 16.30 Uhr, Heiligabend. Dieser Gottesdienst wird dann mit Krippenspiel sein und wird vom Kirchenchor musikalisch umrahmt. Heute bzw. morgen jährt sich die Zeit, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Und seit 3 Jahren haben wir jetzt immer wieder auch Beiträge aus unserer Gemeinde, von den Gottesdiensten, die man dort nochmal nachhören und nachschauen kann. Wer gestern geguckt hat, hat vom ersten Advent das Adventssingen des Kirchenchores gesehen. Von daher auch dort immer wieder die herzliche Einladung, mal wieder reinzuschauen. Nun lade ich uns ein, miteinander zu singen. Wir sagen euch an den lieben Advent und wir singen die Strophen 1 und 2. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Im Wechsel lasst uns beten mit Worten aus Psalm 80, Nummer 741. Ich bitte Sie, wie gewohnt, jeweils das Eingerückte zu beten. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen, während dein Volk zu dir betet? Du speisest sie mit Tränen Brot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du lässest unsere Nachbarn sich um uns streiten und unsere Feinde verspotten uns. Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und sieh darein. Nimm dich dieses Weinstocks an, schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat. Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht. Vor dem Thron deines Angesichts sollen sie umkommen. Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten, den Sohn, den du großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen, lass uns leben. So wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns weiter beten. Vater im Himmel, wir sind zusammengekommen, um dich zu loben und zu ehren. Wir sehnen uns danach, dass du kommst. Sei mit deinem Heiligen Geist jetzt in unserer Mitte, dass wir reden, hören, singen und beten dir zur Ehre. Dich erwarten wir, du kommender Erlöser. Öffne unsere Herzen und Sinne für dein Wort und für deine heilige Gegenwart. Erfülle uns mit Liebe und Güte. Dich preisen wir, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Gottesdienst, das Sonntagsevangelium, steht im Lukasevangelium Kapitel 21, die Verse 25 bis 33, die ich uns im Wortlaut der Basisbibel verlese. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch ein wissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Denn sogar die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, denn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis. Schaut euch doch den Feigenbaum an oder all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr,
Der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Amen. Das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Und den Mörtelsteinern, die vertraut sind mit Bibeltext und Bild an der Wand, werden gemerkt haben, dass das, was ich vorgelesen habe, hier vorne seinen Widerhall gefunden hat durch den Künstler. Und nun, lasst uns miteinander singen, und dazu nehmen wir gerne auch wieder Platz, die ersten drei Strophen des Liedes 1, macht hoch die Tür. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, bei unserem heutigen Bibelwort werden einige mit Sicherheit denken, was um alles in der Welt
hat dieser Text mit dem zweiten Advent zu tun. Und ja, auf den ersten Blick und vielleicht auch beim ersten Lesen dieser Verse wird es für die meisten von uns alles andere als leicht sein, sofort einen Bezug zu Advent herzustellen. Doch vielleicht gelingt es uns, durch einige Hörhilfen vorab dies zu ermöglichen. Die christliche Gemeinde lebte damals und sie lebt bis heute durch das Wissen und die unmittelbaren Folgen aus dem ersten Kommen Jesu Christi in diese Welt. Weil er damals als Kind in der Krippe in Bethlehem angekommen ist und wir als christliche Gemeinde dahinter die Vorzeichen und auch die Ankündigungen der Propheten sehen, erkennen wir dahinter Jesu ersten Advent, sein erstes Erscheinen in dieser Welt. Als Christen leben wir jedoch auch in der Perspektive seiner Wiederkunft, also im Blick auf sein zweites und damit sein endgültiges Kommen. Wir werden merken, dass unser Bibelwort gerade auch im Horizont dieser zweiten Wiederkunft Jesu zu lesen und auch zu verstehen ist. In Vers 11 heißt es: Ich komme bald. Am Anfang des letzten Buchs der Bibel finden wir 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Es sind recht verschiedene Gemeinden dort in Kleinasien. In den ersten Jahrzehnten nach der Auferstehung Jesu lagen dort, also in der heutigen Türkei, wichtige Gemeinden, von denen aus sich das Christentum dann auch weiter ausgebreitet hat. An verschiedenen Stellen finden wir in der Bibel symbolische, ja auch bedeutsame Zahlen, so auch hier in unserem Text. Die 7, das ist die Vollzahl, die Zahl, die alles andere umfasst. 7 Gemeinden. Mit diesem Vorwissen verstehen wir diese Zahl. Sie hat eine Bedeutung. Gemeint ist die ganze Gemeinde. Diese 7 Briefe gelten für die Kirche Jesu Christi an allen Orten und auch zu allen Zeiten und damit auch für uns heute. Und dabei ist die Anordnung dieser Briefe zu Beginn der Offenbarung kein Zufall, sondern sie ist gleichsam ein inhaltliches Signal. Bevor der Blick in die Zukunft geht, deckt uns der erhöhte Herr den Ist-Zustand der Gemeinden auf. Und so sind diese Schreiben so eine Art Spiegel, in denen die Gemeinden sehen sollen, was ihnen fehlt, was der Herr von ihnen erwartet, wo sie gefährdet und wo sie beschenkt sind. Es geht dabei jedoch nicht um abschließende Urteile, sondern es ist eine Art Zwischenzeugnis. Denn noch ist Korrektur, Umkehr und Neuorientierung möglich. Und damit sind diese Briefe so ein Signal der Gnade Gottes, ja, dass der erhöhte Herr mit seiner Gemeinde im Gespräch ist. Die 7 Briefe dienen daher in der Gemeindearbeit auch für so eine Art Bestandsaufnahme, eine Besinnung auf die Situation in der Gemeinde. Die 7 Schreiben haben alle den gleichen Aufbau. Am Anfang steht die Selbstvorstellung des erhöhten Herrn, jeweils mit einem besonderen Akzent. Dann folgen Lob und Tadel, eingeleitet mit "Ich weiß", in 2 Schreiben nur Lob, in einem nur Tadel. Weisung und Wegweisung bilden dann jeweils den Abschluss. Hintergrund unseres Abschnitts dürfte
eine starke Christenverfolgung in den kleinasiatischen Gemeinden durch den römischen Kaiser Domitian gewesen sein. Er verlangte von seinen Untertanen göttliche Verehrung für sich. Die Briefe, sie stammen, wie die gesamte Offenbarung, von Johannes dem Seher, der diese gegen Ende des ersten Jahrhunderts auf der Insel Patmos geschrieben hat. Das sechste und damit vorletzte Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde in Philadelphia. Ich lese uns aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13 im Wortlaut der Basisbibel. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen, und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller habe und im größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Zwei Gedanken heute Morgen, liebe Gemeinde. Das erste, die offene Tür. Die antike Stadt Philadelphia, sie lag in der heutigen Türkei, östlich von Smyrna, dem heutigen Izmir. Sie wurde im 2. Jahrhundert vor Christus von König Attalos II. Philadelphos gegründet. Sie trägt also seinen Namen. Die Stadt, sie wurde mehrmals von Erdbeben zerstört und immer wieder aufs Neue aufgebaut. Sie hat sich nicht nur bis auf den heutigen Tag erhalten, sondern sie hat auch oft Flüchtlingen aus anderen Städten eine Zufluchtsstätte sein können. Auch eine kleine Christengemeinde hat sich unter allen Stürmen der Türken und auch der Mongolen bis auf den heutigen Tag dort erhalten. Die Stadt Philadelphia liegt am oberen Ende eines breiten Tales auf einer Hochebene. Von dort aus führt das Tal hinunter an Sardes vorbei zum Meer nach Smyrna, zwei weitere Sendschreibengemeinden.
Die Lage auf einer fruchtbaren Hochebene ermöglichte Handel und führte die Stadt auch zu Reichtum. Diese Lage eröffnete ganz große Möglichkeiten für diese Stadt. Und diese geografische Lage baut der Seher Johannes auch in seinem Sendschreiben sehr geschickt ein. So wie die Stadt wie eine offene Tür zu ihrer Region liegt, aus der sie ihren Reichtum bezieht, so hat die Gemeinde auch eine offene Tür für die Menschen um sie herum. Die Gemeinde in Philadelphia, sie macht ihrem Namen Bruderliebe alle Ehre in Form der Treue zu Jesus. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Philadelphia wurde schon damals als Mustergemeinde beschrieben, die auch im Sendschreiben keinen Tadel hören muss, denn sie hält sich an das Wort Gottes und hat auch angesichts der Bedrohungen von außen nicht davon abgerückt. Dadurch wird sie auch bis heute für uns, liebe Gemeinde, zum Vorbild. Das Zweite, die kleine Kraft. Die zweite Aussage, die wir hier lesen, erscheint uns im ersten Moment dann doch nicht gerade schmeichelhaft. Oder wie würden Sie darauf reagieren, wenn in Ihrer Arbeitsbeurteilung oder in einem Zeugnis Folgendes stehen würde: Sie haben eine kleine Kraft. Ich denke, keiner von uns wäre über so einen Satz wirklich begeistert. Denn wir wollen doch stark sein. Wir wollen vor anderen auch glänzen. Das, was wir können, auch zeigen. Und dann heißt es mit den Worten Jesu über diese Gemeinde in Philadelphia: Du hast nur wenig Kraft. Aber es geht ja noch weiter. Aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also, klein, aber oho. Und klein bedeutet ja auch nicht schwächlich. Viele Menschen, die Großes bewirkt und auch geleistet haben, waren eher klein vom Wuchs. Und dennoch waren sie ganz große. Und zweimal lesen wir in unserem Sendschreiben den Hinweis, dass die Gemeinde Gottes Wort bewahrt hat. Und das gerade auch angesichts der Gefahren jener Zeit, dass da ein Kaiser ist, der als Gott verehrt werden möchte. Das Christentum war damals noch ein ganz kleines, zartes Pflänzchen. Und auch wir sind heute für unsere Gesellschaft nicht mehr gerade prägend. Unsere Stimme wird nur noch eher selten gehört. Und dennoch wollen wir alle treu und auch beständig Gottes Wort verkündigen und auch bezeugen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9 heißt es: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ja, liebe Gemeinde, was für ein tröstliches Wort für uns als Gemeinde, gerade auch angesichts von 30 Kirchenaustritten in unseren drei Ortsteilen in diesem Jahr und angesichts schrumpfender Zahlen. In deiner Schwachheit bin ich stark. Als Kirche gilt für uns, auf den Herrn zu vertrauen, statt auf unsere eigene Kraft. Gott braucht keine Helden, um sich und um seinen Namen zu verherrlichen, sondern braucht Menschen, die sich auf ihn einlassen, die ihm vertrauen. Denken wir an Gideon, dessen Heer durch Gott noch einmal reduziert wurde, damit deutlich wurde, dass nicht menschliche Kraft, sondern Gottes Handeln die Veränderung der Situation brachte. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand
den Siegeskranz wegnimmt. Liebe Gemeinde, auch ohne Verfolgung heißt adventlich leben, mit Gottes Wort zu leben. Denn das hat Verheißung. Denjenigen mit Durchhaltevermögen sagt unser Gotteswort eine tragende Funktion in seinem Reich zu. Das Bild der Säule wird gebraucht. Ein Platz, der bleibt. Halte, was du hast. Als Gemeinde, als Christen in Philadelphia und auch anderswo gilt, unser Herr Jesus Christus schenkt uns eine offene Tür mit großartigen Möglichkeiten. Die offene Tür lädt ein zum Glauben. Dabei kommt es nicht auf die Größe an, sondern Gott gebraucht gerade das Schwache, die kleine Kraft, um daraus Großes zu machen. Er trägt uns durch sein bewahrendes Wort. Und die Voraussetzung dafür ist, Jesu Worte als Trost und als Halt zu bewahren. Denn wir gehen der Zukunft bei und mit ihm entgegen. Amen. Lasst uns nun miteinander von dem bereits angefangenen Lied, nein, das machen wir nachher, wir singen miteinander Es kommt ein Schiff geladen, Lied 8, die Strophen 1 bis 3 miteinander singen. Liebe Gemeinde, lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Lasst uns auch unseren Dank und unsere Fürbitten vor Gott bringen.
Vater im Himmel, dein Sohn ist für uns in die Welt gekommen. Er ist das Tor zu unserem Heil und Segen. Durch ihn bitten wir dich, stärke deine Gemeinde, damit sie im Wesentlichen bleibt und geduldig im Glauben. Stärke alle Entscheidungsträger in Kirche und Gesellschaft, dass sie sich an dir, dem lebendigen Gott, orientieren. Stärke die, die sich schwach und zerbrechlich fühlen und die vor verschlossenen Türen stehen. Bewahre sie vor Resignation und Verzweiflung und gib ihnen eine neue Perspektive. Stärke unsere Kranken und Pflegebedürftigen. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen helfen. Wir bitten dich für alle, vor deren Seele dunkle Wolken aufgezogen sind. Schenke ihnen dein Licht, das ihren Tag erhellt und sie wieder neue Hoffnung und neuen Mut fassen können. Wir bitten dich für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie dich kennenlernen und in dir einen Wegbegleiter in allen Lebenslagen haben. Wir bitten dich schon heute um deinen Segen für die geplanten Veranstaltungen mit Uwe Lal und Mr. Choi, die im nächsten Jahr in unsere Gemeinde geplant sind. Herr, lass uns die Vorfreude auf einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen und dass diese Vorfreude in uns wächst. Dein Sohn wird wiederkommen als Richter und Erlöser. Dafür danken wir dir heute und alle Tage. Wir beten weiter in der Stille und sagen Gott das, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, wir danken dir, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Und gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nun lade ich Sie ein, wieder Platz zu nehmen und, wie vorhin schon angedeutet, die beiden restlichen Strophen des Liedes Macht hoch die Tür, Strophen 4 und 5, miteinander zu singen. Thank you.
Der Wochenspruch für die neue Woche steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Bleiben Sie behütet, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die zweite Adventswoche. Geht hin im Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.